Im kommenden Jahr finden sowohl die Landtags- als auch die Bundestagswahlen statt. Auch die Piratenpartei Baden-Württemberg will zur Bundestagswahl antreten. Am Samstagvormittag hatte die Partei deshalb sowohl zum Landesparteitag als auch zur Aufstellungsversammlung nach Reutlingen in die Julius-Kemmler-Halle eingeladen. Immer auf den Infektionsschutz bedacht, versammelten sich am Samstagvormittag die Mitglieder der Piratenpartei Baden-Württemberg in der Julius-Kemmler-Halle in Reutlingen-Betzingen. Warum sie ihre Aufstellungsversammlung und den anschließenden Landesparteitag ausgerechnet hier abhalten, erklärte uns Boris Sobieski, der Landesvorsitzende. Wir haben schon öfters hier in Reutlingen Parteitage abgehalten, durchgeführt, finden die Location eigentlich ganz gut. Es passt auch mit der Zusammenarbeit mit der Stadt. Von daher sind wir diesmal mal wieder in Reutlingen. Viel wichtiger als die Frage nach dem Warum hier war am Samstag aber natürlich die Frage nach dem Was genau. Was genau wollen die Piraten nach ihrem möglichen Einzug in Bundes- und Landtag im nächsten Jahr durchsetzen? Grundsätzlich stehen wir natürlich für die Transparenz in der Politik, für Freiheitsrechte, generell auch digitale Freiheitsrechte. Wir sind diejenigen, die digitale Transformation oder auch die gesellschaftliche Transformation verstanden haben und diejenigen, die auch sagen, wir müssen uns für unsere Bevölkerung einsetzen, auch für schlechter Verdienende. Und Landtagskandidat und stellvertretender Vorsitzender Oliver Burkhardsmeier ergänzte: Ein weiteres Thema ist Verkehrswende. Es wäre allerhöchste Zeit, dass da allmählich mal was passiert. Baden-Württemberg ist Daimler Country. Daimler ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, wahnsinnig innovativ im ökologischen Sektor zu sein. Das würden wir ganz gerne ändern. Wir haben aktuell ein grün geführtes Bundesland, das keine Gelegenheit auslässt, einen Daimler wirklich überall zu pampern, wo das nur geht. Um hier etwas zu verändern, wäre der Einzug in den baden-württembergischen Landtag ein wichtiger Schritt. Die Chancen dahingehend schätzt Burkhardsmeier nüchtern ein. Also das Ziel wäre natürlich, dass wir in den Landtag einziehen. Auch wenn wir wissen, dass das nicht besonders realistisch ist. Wenn man sich das Landtagswahlrecht in Baden-Württemberg anschaut, ist das ja nicht unbedingt dafür gemacht, kleinen Parteien eine Chance zu geben. Dementsprechend hat die Piratenpartei gemeinsam mit anderen Parteien Klage gegen die entsprechenden Wahlkampfhürden eingelegt. Am Samstag und Sonntag müssen die Piraten zunächst aber einmal selbst wählen. Und zwar einen neuen Landesvorstand und ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl.